Ein in Österreich wohl einzigartiges Exemplar einer Kabinettorgel aus der Zeit um 1810 steht im Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Die Windanlage, aus zwei Keilbälgen samt Gewichtkasten und Aufziehvorrichtung, ist original erhalten. Bis heute ist eine eigene Person erforderlich, die mittels zweier Lederriemen die Bälge mit Luft füllt. Musik hatte zur Zeit der Wiener Klassik einen ungeheuren Stellenwert in den österreichischen Landen. So verwundert es nicht, dass selbst Opernarien zu Gassenhauern wurden, Pop-Hits, würden wir heute sagen. Einen solchen Opernhit, eine Melodie von Josef Weigl, hat Ludwig van Beethoven für den dritten Satz seines später sogenannten Gassenhauer-Trios verwendet. Man baute damals kleine Orgelwerke in Spieluhren ein und vergnügte sich an eigens dafür komponierten Petitessen der größten Meister. Ein Handyklingelton als Auftragswerk.